Darf man als Vorsitzender einer demokratischen Partei in Deutschland Wege zum Kommunismus suchen? Besser nicht. Sie wurden schon gegangen und am Rande jener kommunistischen Wege liegen Millionen Opfer. Gesine Lötsch, die Chefin der Partei Die Linke, hat sich definitiv verlaufen. Ihr Auftritt bei einer Veranstaltung in Berlin sorgte entsprechend für Aufsehen. Frau Lötsch war aber nur kurz da. So richtig interessant wurde es noch danach. Inga Klees. Wo bitte geht's zum Kommunismus, so das Motto der Berliner Rosa-Luxemburg-Konferenz vor gut einer Woche. Die Parteivorsitzende der Linken will sich dort das Nachdenken über den Kommunismus nicht verbieten lassen. Gregor Gysi wies in einem Zeitungsartikel kritisch darauf hin, dass unter dem Begriff des Kommunismus die Menschen an Stalin und an die Mauer denken. Da hat er recht, aber deshalb müssen wir Aufklärungsarbeit leisten. Diese Aufklärungsarbeit will Gesine Lötsch vor Ort dann lieber nicht mehr leisten, nach all der Aufregung um ihren Auftritt auf dieser Konferenz. Sie geht. Und eine andere bleibt aus der Partei. Ich danke Gesine und ich danke euch, dass ihr so ein tolles Publikum seid. Ulla Jelbke, innenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Die Linke. Ausgerechnet sie übernimmt die Diskussionsleitung an diesem Abend. Mit auf dem Podium die Vorsitzende der Deutschen Kommunistischen Partei und eine Ex-Terroristin, die bis heute den Einsatz von Gewalt rechtfertigt. Für Hubertus Knabe, der sich mit der Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Linkspartei beschäftigt, ist der Auftritt von Ulla Jelbke eine Provokation. Also ich halte das schon für einen mittleren Skandal, dass eine innenpolitische Sprecherin einer Bundestagspartei sich hier mit lauter kommunistischen Überzeugungstätern an einen Tisch setzt. Das ist ungefähr so, als würde der innenpolitische Sprecher der CDU eine Diskussionsveranstaltung mit Neonazis moderieren. Ich glaube, das geht nicht. Denn was die Damenriege diskutiert, hat viel mit Revolution, Überwindung der bürgerlichen Ordnung und wenig mit der Einhaltung demokratischer Prinzipien zu tun. Kommunismus ist nicht etwas, was durch Reform und Gesetzgebung im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsordnung beschlossen wird, sondern kann nur, wie wir es im Programm der DKP steht, durch die revolutionäre Überwindung der kapitalistischen Eigentums- und Machtverhältnisse erreicht werden. Wenn es Gesetze gibt, die uns daran hindern, legitimen Protest zu verdeutlichen, dann stimmen diese Gesetze nicht. Dann müssen wir uns nicht an diese Gesetze halten. Konkret heißt das beispielsweise, wenn Deutschland Krieg führt und als Antikriegsaktion Bundeswehrausrüstung abgefackelt wird, dann ist das eine legitime Aktion, die auch Sabotage im Betrieb an Rüstungsgütern, wie auch wilde Streikaktionen, Betriebsbesetzungen, Hausbesetzungen, militante antifaschistische Aktionen, Gegenwehr bei Polizeiattacken etc. Beifall. Solche Aktionen finden hier anscheinend viele gut. Die Staatsanwaltschaft prüft indessen, ob diese Aussage von Inge Fied strafrechtlich relevant ist. Ich meine, dass eine führende Vertreterin einer demokratischen Partei hier praktisch in jedem zweiten Satz hätte intervenieren müssen, wenn zum Beispiel Frau Fied es für legitim erklärte, Bundeswehrfahrzeuge abzufackeln oder in Rüstungsbetrieben Sabotageakte zu verüben oder wenn die DKP-Vorsitzende Jürgensen sich dort für den Kommunismus stark gemacht hat. Das sind alles Dinge, die für eine Partei, die von sich behauptet, auf dem Boden der Demokratie zu stehen, absolut unvertretbar sind. Denn statt klarer Abgrenzung hakt die innenpolitische Sprecherin nach, was Militanz so bringen kann. Ich würde gerne noch Inge eine Frage stellen. Sie hat ja hier die Frage der Militanz aufgeworfen und unter anderem das Abfackeln von Bundeswehrfahrzeugen oder Aufrüstung, Ausrüstung als konkrete Antikriegsaktion dargestellt. Und ich würde doch ganz gern mal die Frage stellen, ob das wirklich zu einer antimilitaristischen Bewegung führt. Wir hätten gern gewusst, warum Ulla Jelbke diese Diskussionsleitung übernommen hat, aber kein Interview von der innenpolitischen Sprecherin der Linken für Fakt. Dass die mehr oder minder verkappten Aufrufe zur Gewalt durchaus ernst zu nehmen sind, hat Vera Lengsfeld draußen vor dem Veranstaltungsgebäude erfahren müssen.
Als die Bürgerrechtlerin mit Mitgliedern der Vereinigung Opfer des Stalinismus an die 100 Millionen Toten des Kommunismus erinnern wollte, kam es zu gewalttätigen Übergriffen von mutmaßlichen Linksextremisten. Frau Lengsfeld sagt, ihr wurde dabei in den Bauch getreten, andere seien blutig geschlagen worden. Zu diesem Vorfall weder von Gesine Lötsch noch von Ulla Jelpke ein Ausdruck des Bedauerns. Für Vera Lengsfeld ist damit endgültig eine Grenze überschritten worden. Es gibt ja auch Gruppen innerhalb der Linken, die ganz klar verfassungsfeindlich sind. Da wurde bisher immer erfolgreich behauptet, das wäre eine kleine Minderheit, die nicht repräsentativ wäre für die Partei. Inzwischen ist es Zeit, endlich mal die Frage zu diskutieren, ob es sich bei der Linken tatsächlich um eine demokratische sozialistische Partei handelt oder ob das, was bisher immer als Minderheitserscheinung abgetan wurde, nicht vielmehr der Mainstream der Partei ist. Die Bundestagsfraktion hält indessen an ihrer innenpolitischen Sprecherin fest. Und Ulla Jelpke steht dort offensichtlich nicht allein. Ein Bundestagskollege erinnert aktuell daran, dass der demokratische Sozialismus nur die Vorstufe zum Kommunismus ist.